Hi Leute, willkommen beim Nerdy Workshop. Heute ist Halloween und ich gehe natürlich auf eine Party. Ich habe mir auch ein schönes Kostüm bestellt, aber es ist natürlich nicht angekommen. Das heißt, ich muss mir jetzt eins basteln. Ich und ein paar Freunde haben uns überlegt, wir machen diesmal das Thema Alice im Wunderland. Darum hatte ich mir ja, wie gesagt, das Kostüm bestellt. Und ja, jetzt muss ich gucken, was ich da machen kann. Ich habe zum Glück ein dunkelblaues Petticoat-Kleid. So. Das sieht zwar ein bisschen anders aus, aber das heißt, ich brauche mir rein theoretisch nur noch die Schürze dazu nehmen. Dafür habe ich mir auch extra schon hier so ein dunkelblaues T-Shirt dann angezogen, weil da ja Ärmel dran sind. Und beim Petticoat-Kleid ist es ja immer so ein Neckholder. So, und jetzt muss ich mir natürlich dann noch diese Schürze dazu basteln, damit man natürlich nicht hier mein Linkin Park-T-Shirt unter dem Petticoat-Kleid sieht. Was wir dafür brauchen, ist einmal eine Nähmaschine. Dann natürlich weißen Stoff. Ich habe jetzt hier so ungefähr 1,50 mal 1,50. Ich hoffe, dass das reicht. Hier jede Menge Nadeln, ein Maßband, damit ihr es auch gut abmessen könnt. Eine Stoffschere. Am besten auch wirklich eine Stoffschere nehmen und damit nichts anderes schneiden. Sonst wird die ganz schnell stumpf. Und so ein Wachsmalstift, damit ihr so aufmalen könnt. Ja, als erstes müssen wir die Maße nehmen und das natürlich auf dem Stoff einzeichnen. Und damit beginne ich jetzt einfach mal. So, ich habe jetzt schon mal den Stoff hier schön auf meinem Tisch ausgebreitet und ja, ich würde sagen, ich beginne jetzt erstmal mit der Schulterbreite. Dafür nehme ich mir jetzt hier so ein tolles Maßband. So, ich messe dann einmal so von Schulter zu Schulter. 37 cm. Es ist immer gut, wenn ihr den Stoff vorher schon doppelt legt. Dann habt ihr gleich, nämlich wenn ihr das ausschneidet, hinten und vorne direkt beide Seiten. So, ich habe jetzt hier an die obere Kante mein Maßband gelegt. Wichtig ist, wenn ihr jetzt diese 37 cm einplant, ihr müsst an jeder Seite Minimum 1 cm dazu rechnen, weil wir das an den Seiten noch umnähen müssen. So, beginnen wir mal hier an der Seite. Bei 1. Wie gesagt, immer ein bisschen dazu rechnen. Das heißt, ich mache jetzt 40 cm draus. Dann messen wir jetzt als nächstes aus von der Schulter. Ich mache mich mal hier kleiner. Also hier von dem mittleren Punkt der Schulter bis hin zur Taille. Damit wir wissen, wie lang das in etwa sein muss, wo das Band dann anfängt, was man hinten zur Schleife macht. Da habe ich 46. Da ist auch wichtig, dass ihr oben wieder einen Zentimeter mehr dazu rechnet. Das heißt, ihr macht euch dann oben dann einen Startstrich. Und da müsst ihr dann natürlich auch wieder einen Zentimeter dazu rechnen. Das heißt, hier würde die Schleife losgehen und die geht dann in etwa. Aber da wir das hinterher reinnähen, müssen wir da sozusagen 2 cm dazu rechnen, wo die Schleife ist. Und dann müssen wir natürlich noch wissen, wie lang die Schürze sein muss. Dafür nehme ich mir mal hier mein Petticoat-Kleid. Die Schleife soll ja in etwa hier hin. Das heißt, die Schürze, die soll ja schon ein bisschen, machen wir mal 30 cm, beziehungsweise wieder einen Zentimeter dazu rechnen, also 31. Die rechnen wir jetzt unterhalb dieser 2 cm, die wir, ne, hier war der Beginn der Schleife, hier ist das Ende sozusagen von dem Band, was dann zur Schleife hinten wird. Und dann gehen wir weiter. Bis hier haben wir die 30, natürlich wieder ein bisschen dazu rechnen. So, damit hätten wir auf jeden Fall schon mal die Länge der Schürze. Wir machen dann weiter und messen dann schon mal hier. Es muss ja so ein Stück über die Brust gehen. Wie breit das in etwa sein muss. Das kann dann hinten in etwa genauso breit sein. Also da ist es nicht so schlimm, wenn das ein bisschen breiter ist. Da habe ich hier mal 25. Na, wir nehmen jetzt hier die Mitte der Brust und dann müssen wir natürlich gucken, wie weit das von der Schulter bis zur Brust ist. Bis zur Mitte der Brust. So, das sind das bei mir 27.
wie gesagt, da oben müsst ihr, wie gesagt, dann immer den Zentimeter dazu rechnen. Das heißt, ihr müsst dann 28 da die Entfernung machen. So, von hier oben 28 wäre dann hier. Hier oben hatten wir gemessen, da hatte ich jetzt 40 genommen, die Mitte von 40 ist 20. Also malt euch am besten oben auch direkt die Mitte ein. So, jetzt habe ich hier meine gerade Linie, habe hier die 20 cm, naja, nicht ganz getroffen, hier. Und von hier aus gehen wir dann 26 nach unten. Und hier schon mal einen Punkt. Und dann hatten wir 25 breit. 12,5 cm. In beide Richtungen. So, dann haben wir hier unseren Punkt. Und natürlich hier bei der 25. Und da, wie gesagt, auch wieder auf jeder Seite einen Zentimeter dazu rechnen. Danach geht es zur Taille. Da messt ihr einmal rundum. Dann haben wir 70. Am besten macht man das auch im Stehen, dann werden die Angaben nicht ganz so verfälscht. So, 70, das heißt, die Mitte sind dann 35. Und dann müsst ihr natürlich... Da wir schon bis zur Taille gerechnet haben, müsst ihr da, wo das Band anfängt, sozusagen von den 2 cm, die wir schon eingetragen haben, so von der Mitte aus, hatten wir ja vorhin unsere 46 cm. Da machen wir uns auch schon mal wieder den Punkt. So, und dann hatten wir ja gemessen, da 35 cm, da aber immer bei einer Schürze ja ein bisschen Platz nach links und rechts ist, machen wir da, wird das dann natürlich auch ein bisschen dünner. Das bedeutet, wir machen da auch 25 draus, wie bei der Brust. Dann sind das auf beiden Seiten wieder 12,5 plus einen Zentimeter. Dann fängt man an, das Ganze zu verbinden. Am besten ist es, wenn ihr daraus so ein... Eigentlich ist es schöner, wenn es so ein Verlauf ist. Das heißt, zur Not kann seine Brust auch ein bisschen breiter sein. Damit hier der Übergang schöner wird. Das heißt, ihr nehmt einfach an der Brust einen Zentimeter mehr dazu. Das heißt, das hier ist sozusagen die innere Linie. Verdammt, die geht dann ja bis hier. Wenn man das sieht. Oder auch nicht. Kann man nicht wirklich gut erkennen. Ich glaube auch bei meinen... Zeichnung hier steigt man nicht wirklich durch. Ich mache das jetzt mal anders. Ich nehme jetzt noch mal einen andersfarbigen Stift. Also das, was ich hier jetzt hingekrakelt habe, die gelbe Linie, das ist die innere Linie und dann müssen wir ja noch einen Zentimeter dazu rechnen. Innere und äußere Linie. Das ist das, was ihr sozusagen umklappt und umnäht. Da wir das in einem Stück nähen, den hinteren und den vorderen Teil, mache ich mir jetzt hier schon mal meine Linie für die Schürze. Die kann ruhig noch einen Tick breiter sein als oben. Das heißt, wir hatten ja jetzt überall so ein bisschen Rand gelassen. Das heißt, die äußere Linie können wir ruhig relativ weit nach außen machen. So, dann haben wir hier so eine Art V, die hier zusammengeht. Dann machen wir natürlich hier die innere Linie auch nochmal. Das heißt, wir haben da schon mal die Schürze eingezeichnet. Da geht es nach oben zu den Schultern. Das ist die Linie, wie breit das wird. Und jetzt müssen wir das Ganze auf der anderen Seite nochmal einzeichnen. Das Ganze sollte dann in etwa so aussehen. Jetzt müssen wir natürlich oben noch den Kragen einzeichnen. Für den Kragen könnt ihr euch auch gut so ein T-Shirt nehmen, was ihr sowieso schon habt.
und müsst dann sozusagen von der Naht, die ihr hier oben habt, und da habe ich auch immer gemessen, einmal hier den Kragen so lang nehmen. So, dann habe ich hier 33 und 21. 40 haben wir. Die Mitte haben wir auch. Das heißt in etwa 20. Das heißt einmal 14. Einmal hier 10. Dann haben wir schon mal den Beginn des Kragens. Und dann muss das ja hier vorne ungefähr ergeben. Das heißt, das wäre dann ungefähr so bis hier. Und hier ist es jetzt so, hier müsst ihr natürlich hier ein bisschen mehr lassen, damit man das hier auch nochmal umnähen kann. So, und dann kann der erste Teil eigentlich schon mal ausgeschnitten werden.